Hallöchen, Popöchen, zu einer kleinen Runde von Lost. Das Spiel von Lost. Ich muss jetzt aber hingehen und mal kurz die Musik nochmal ein kleines Stückchen leiser machen. Helligkeit mache ich wieder auf normal, das muss ein bisschen dunkel hier aussehen. Sound kann man hier ein bisschen runterdrehen. So. Okay. So passt das. Ich fange jetzt ein neues Spiel nochmal an. Ja. Ja. So, wenn dieses Symbol kommt, dann wird automatisch gespeichert. So, jetzt geht es los. Ich habe mir schon mal reingeguckt. Jetzt habe ich schon die ersten paar Minuten angezockt und ist zwar ein bisschen viel Laderei, ein bisschen viel Laberei vor allem in dem Spiel. Ich hab's ja. Sie sehen's ja bald. Ich muss nur nach Hause. Ich kann jetzt nicht reden. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt gehen. Er ist am Fliegen. Nur so nebenbei. Entschuldigung. Mein Herr? Meine Damen und Herren, hallo. Der Pilot hat die Anschnallzeichen eingeschaltet. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein und schneiden Sie sich an. Mein Herr, ich muss... Ja. Mach die Knöpfe auf, Mensch. Geht los. Du bist auf einer Insel, Jung. Oh, das tut weh bestimmt. So, okay. Steuerung ganz normal mit der Maus und W, A, D und S. Und ich glaube, rennen kannst du mit der Großschreibtaste, also mit mit Umschalttasten kann man rennen. Mit Mauszeiger kann man auch aufsammeln. Wer ist das? Irgendwo schneller und ein Toter. Der hängt aber gut da. Ah, mit L kann man also den Questbook öffnen. Das Questbook. Suche Hilfe. Ich bin verwundet worden beim Absturz und brauche jetzt nun Hilfe. Gut, alles klar, wissen wir Bescheid. Gucken wir uns mal den Leichnam an. Ein... Ja, kannst dich glücklich schätzen, dass du halt nicht verreckt bist. Da ist die Tussmelder schon wieder hinterher. Das ist wohl irgendeine... Wer war das? Sehe ich Gespenster? Also irgendwas stimmt nicht mit dem Kerl hier. Der ist wohl ein bisschen verwirrt und ein bisschen noch geschockt. Ah, da ist die Kate. Jesus, du hast mich erschreckt. Tut mir leid, ich brauche einen Arzt. Du siehst doch okay aus. Aufgabe erstmal fragen. Das ist, man kann jetzt hier mehrere Sachen fragen. Die Aufgaben, Sachen erstmal durchgehen oder halt was Allgemeines, ob sie in Ordnung ist, dann halt Inventar austauschen, irgendwas, falls man was hat. Oder zeigen, sagen wir mal so, und tauschen natürlich kannst du dann mit Früchten oder Wasser oder was man so findet. Bestimmt, ich glaube, ich habe mein Gedächtnis verloren. So, bestimmt. Also, ja, so, Ich weiß es nicht und ich kann dir gerade nicht bei der Suche helfen. Oh, du bist aber schlecht gelaunt. Hier ist Wasser. Nun lass mich bitte in Ruhe. Kein Problem. Und jetzt kommt eine kleine Erinnerung. Verbirgt sie etwas vor mir? Das Wasser hat mich an irgendwas erinnert. Irgendwas ist da faul an der ganzen Sache. Und jetzt kommt die Kamerasachen. Man muss die Kameras scharf stellen.
Man muss dann schnell ein Foto im richtigen Moment machen, wo jetzt auch gerade so das Puzzle war. Das heißt, dieses Bild muss man quasi jetzt nachstellen. Da muss man ein bisschen schnell sein. Schnell E und dann die Kamera schauen. Und dann... Viel zu unscharf. Oh. Natürlich. Ah, noch gerade so geschafft. Es fällt mir wieder ein. Möchten Sie etwas Wasser? Haben Sie Saft? Hier nicht, aber Sie bekommen welchen während des Flugs. Auf geht's, Schätzchen. So. Kann ich irgendwas für Sie tun? Ich könnte einen Whisky vertragen. Und Sie könnten mir sagen, was das soll. Das ist aufregend. Wir haben heute einen Sträfling an Bord. Ja, sehr aufregend. Sehr aufregend. Aufgehoben. Ich bringe Ihnen gleich den Whisky. Und Anschnallen nicht vergessen. Soll ich Kamera und Laptop für Sie verstauen? Ich habe immer eine Chance, Kleinigkeit zu trinken. Wie gesagt, viel Gerede und natürlich leider auch viele Ladefrequenzen. So. Kate trug Handschellen. Sie ist ein Verbrecher. Jetzt kann man die Tür drauf ansprechen und sagen mit der Aufgabe natürlich, hey, du hattest Handschellen an. Keine Sorge, ich sage keinem was von den Handschellen. Handschellen? Von denen, die du im Flugzeug anhattest? Ich dachte, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Kann das nicht unter uns bleiben? Abgemacht, wenn du mir hilfst. An sich eine sehr schöne Grafik. Okay. Kennst du den Weg zur Absturzstelle? Ich habe einen Hund gesehen. Der war bestimmt im Flugzeug. Du kommst nicht mit? Da ist ein Marschall, dem ich aus dem Weg gehe. Gut, dann verfolgen wir mal den Hund. Da unten rüber. Natürlich geben wir jetzt eine neue Frequenz und natürlich muss er wieder laden. So, erstmal dem Hund hinterherlaufen. Das ist natürlich jetzt keine schwere Aufgabe. Quasi, du wirst durchs ganze Spiel geleitet. Die Wege sind nämlich ziemlich verzwickt hier. So, lauf, Hündchen, lauf. Ich bin schneller wie du. Zack, zack, zack. Und man sieht während dem Spiel sieht man öfters halt die Geschichte, die auch in der Serie am Laufen ist, neben deiner eigenen Story. Man hat quasi seine eigene Story, die man hier verfolgt. Und es gibt aber halt natürlich eine normale Story von Lost, die natürlich im Hintergrund natürlich auch eine gewisse Rolle spielt und natürlich mitläuft. Dass wir uns da dann jetzt hier die ganzen Leute fragen, ob es ihnen gut geht. Quasi das, was man als Zuschauer gesehen hat, sieht man jetzt als Spielfigur, macht man das selber nochmal nach. Wenn ihr mir da folgen könnt. Soweit. Nächste Aufgabe. Jetzt soll ich erstmal jeden fragen. Hast du meinen Jungen gesehen? Walt? Nicht jetzt, Mann! Walt! Der ging mir im Film so auf die Eier mit seinem scheiß Rollgebrülle. Wenn wir das L machen, können wir sehen, stelle fest, wer Hilfe braucht. Ja, das ist unsere nächste Aufgabe. Jetzt gehen wir mal zu jedem hin und fragen denjenigen, ob derjenige Hilfe braucht. Das Flugzeug ist abgestürzt. Der hat sogar Schweißflecken im Spiel. Alter, wir sind auf einer einsamen Insel abgestürzt. Wir brauchen alle Hilfe. Okay. Dann kann ich leider nicht helfen. Jetzt hier die Schwangere fragen. Wie heißt sie nochmal? Ich kriege keine Luft. Clara, Clara, ich weiß es immer genau. Ruhig bleiben. Gut, die haben wir auch gefragt. Jetzt müssen wir mal gucken, was hier hinten mit demjenigen ist. Der ist kaputt. Der läuft nämlich. Ach, der Herr Lock, der auf einmal wieder laufen kann. Vorsichtig, das ganze Flugzeug könnte jeden Moment hochgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich alle... Helfen Sie den anderen. Ob ich alle fragen muss, das weiß ich jetzt nicht. Aber die hier auf jeden Fall. Jetzt müssen wir schnell noch... Ah, der Rollstuhl von ihm. Guck
Gut, jetzt hänge ich am Rollstuhl fest. Den habe ich gefragt, da unten ist der Doc, der ist am Leben retten. Und der gibt mir jetzt eine Aufgabe. Das Benzin läuft aus. Du musst das reparieren, bevor das ganze Ding in die Luft fliegt. Verstanden? Los! Meine Aufgabe ist jetzt so schnell wie möglich das Leck da hinten zu reparieren. Und da kommt das erste Rätsel ins Spiel. Oh, jetzt hänge ich am Kopf von diesem Toten fest. So, da erstmal rein. So, man muss Leitungen setzen, damit das Ganze funktioniert. Man muss versuchen, so wenig Strom wie möglich zu verbrauchen. Das heißt, hier kommt dann jetzt... kann man drehen irgendwie. So. Jetzt haben wir noch 85 Volt da über. Jetzt machen wir hier so eins rein. Das verbraucht nur 5. Das heißt, man sieht, dass dieses Teil da oben verbraucht uns quasi 15. Wir haben auch hier, glaube ich, irgendwo eine Hilfe. 15, dann 5. Dann versuchen wir nochmal hier... ich muss auf jeden Fall mit 35 Volt ankommen. Oder unter 35 Volt. Das heißt, ich kann ruhig verschwenderisch sein. Nee, ich muss genau 35 haben. So habe ich 45. Also muss ich hier... Das müssen wir eigentlich rechnen, dann wüsste man das. Aber ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Und jetzt müssen wir hier... Zack! Ha! Gute Arbeit. Pass auf! Und wieder laden. Jetzt lädt's wieder. Das wird es so gesehen, mach ich mal die ersten zwei Folgen jetzt klar. Die ersten drei. Und dann müssen wir mal gucken, wie das Ganze ankommt bei euch. Und dementsprechend wird es davon weitergehen. Also, Daumen hoch, wenn es euch gefällt. Abonnieren, kommentieren und studieren. So. Gute Arbeit mit dem Leck. Du hast vielen das Leben gerettet. Ich bin Jack. Ich würde mich ja gerne vorstellen, aber ich kann mich nicht mehr an meinen Namen erinnern. Meine Vergangenheit ist alles weg. Ich schaue mir das mal an. Okay? Na, was haben wir denn da? Ich sehe keine Kopfverletzung. Ich würde sagen, du leidest unter einer Amnesie infolge des Absturzes. Kennst du mich? Vielleicht hast du mich im Flugzeug gesehen. Nein. Aber versuch, deine Sachen zu finden. Was? Gepäck, Taschen. Das könnte dein Gedächtnis auffrischen. Was? Wer bist du denn? So, dann gehen wir direkt mal gucken. Die haben überall Taschen rumfliegen. Wir könnten natürlich mit jedem jetzt schwätzen und danach fragen. Die Kate, die wird dir dann... Die sitzt auch hier rum. Ein leerer Koffer. Unten kommt ja meistens schon in der Ecke, was hier in der Nähe liegt. Ich laufe jetzt mal zielstrebig mal schon hin, wo der liegen könnte. Wir werden nochmal auf dem Weg kurz den Sawyer anquatschen. Der ist immer ganz weiter, cool. Du Penner. Kein Interesse. Hast du meinen Koffer gesehen? Siehst du das Riesenflugzeug aus dem Sand ragen? Sieh da mal nach. Ich finde den immer wieder cool, den Mann. Ich fand ihn in der Serie sowas von geil. So. Entspannende Musik hier, ab und zu ein bisschen was zum Einsammeln unterwegs. Und da habe ich meinen leeren Rucksack gefunden. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Seht mal, jemand wird angegriffen. Hey, lass ihn in Ruhe. Erst vernichte ich das Foto und dann leg ich dich um.